Vielen Dank. Dankeschön. Das biblische Duell Davids gegen Goliath hier am Herd mit dem Kochlöffel. Fünf ambitionierte Hobbyköche gegen einen Starkoch. Das ist die Herausforderung. Es geht um 3.000 Euro pro Gang. Am Ende beim Dessert sogar um 15.000 Euro in Form einer Küche. Und das sind die fünf Kandidaten, die sich heute stellen. Sie hat kein Lieblingsgericht, aber einen Lieblingsholzlöffel namens Konrad Heller-Löning aus Berlin. Hallo. Hallo. Er brät für Freunde gern sein butterzartes Lamm. Und die schmieren ihm genauso gern seine manchmal harten Garnelen aufs Brot. Marco Kugler aus Nürnberg, hallo. Viele hatten schon mal ein Meerschweinchen, aber sie hatte es tatsächlich auf dem Teller. Katja Gurkasch aus Berlin. Aber damit ist sie kein Einzelfall. Auch Ursula Schulze aus Leverkusen weiß, dass die Tierchen nicht nur süß, sondern auch saftig sein können. Schönen guten Abend. Und viele denken bei Wagner an Fertigpizza. Sowas käme ihm weder in den Sinn noch in die Tiefkühltruhe. Opernsänger Steffen Lachenmann aus Berlin. Da sitzen sie also, die Fünfe. Alle haben sich durchgesetzt, perfektes Dinner gewonnen. Ich habe gesagt, Hobbyköche, aber ambitionierte Hobbyköche. Ursula, wie ist es momentan so mit der Nervosität? Hier Publikum, Starkoch tritt an. Also geht's noch? Es geht noch, ja. Ich empfinde das auch eine ganz große Ehre, dass wir gegen Herrn Laffer antreten dürfen hier. Oh, genau, das wird richtig toll. Hat man da eine Chance? Wie schätzen Sie das ein? Ja, mal schauen. Ich bin guter Dinge. Aber ein bisschen trainiert wurde, ja, Marco? Ja, klar, wurde trainiert. Und mal sehen, ob es reicht. Dann schauen wir gleich mal. Sie haben es gerade gehört, also es durfte trainiert werden. Das heißt, die Kandidaten, die wissen, was gekocht wird. Der Profi weiß es nicht. Wir werden ihn gleich vorstellen. Aber vorher werden wir wissen, wer kocht die erste Runde. Zufallsgenerator ab! Großartige Menschen, nächster Kandidat, Zufallsgenerator, ab für den dritten Gang. Marco Kugler aus Nürnberg. Der sportliche Marco, der bereits mit dem Mountainbike die Alpen überquert hat, wohnt in Nürnberg. Hier halten wir uns gerne auf und es ist relativ schlicht gehalten. Wenig Möbel, eine gemütliche Kuh, auf der ich hier stehe. Eine gemütliche Kuh servierte der Handelsvertreter zwar nicht, doch sein gebeizter Lachs war ein Menü der Extraklasse. Und das wurde mit ganzen 33 Punkten zum Sieger gekürt. So, guten Appetit. Hallo. Hallo. Freut mich, Marco. Eine fränkische Frohnatur. Ja. Wir freuen uns auf den nächsten Gang, schicken aber die Herrschaften da hinter uns weg. Dauert wieder ein bisschen, da gibt es wieder was Leckeres zu essen. Dankeschön, Katja Burkhardt, Heinz Hormann, Rainer Kallmund. Es geht hier richtig Schlag auf Schlag. Marco, du hast gesehen. Die beiden haben sich sehr bemüht, haben gut gekocht, aber es hat nicht ganz gereicht für Johann. Was für einen Trick hast du dabei, um ihn zu schlagen? Also ich bin gerade dabei, den Trick noch zu entwickeln, aber es ist verdammt hart. Er ist ein extrem professioneller, schneller Koch, der schneller denkt, als ich sprechen kann. Und du kannst schnell sprechen? Manchmal. Also es wird sehr, sehr schwer. Pass mal auf, ich zeig dir mal was. Ja. Oh, 3.000 Euro. Wenn du willst, darum geht's in diesem Gang. Und ihr beide wollt natürlich wissen, was gekocht wird. Vor allem der Johann will's wissen, unser Publikum will's wissen. Gnocchi mit Mailänder Salami und Tomate. Was?
Gnocchi mit Mailänder, Salami und Tomate. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt die Standardreaktion von Johann. Egal, was wir hier aus dem Umschlag ziehen, erstmal wird sehr skeptisch geguckt. Für was? Gnocchi mit Mailänder, Salami und? Tomate. Also so ein Eintopf. Möglicherweise. Wer hat sich denn das ausgedacht? Werden wir eruieren. Aber ich glaube, die Herausforderung ist da, da was Gutes draus zu machen. Gut, ich nehme sie an. Okay, bitteschön. Dankeschön. Johann, geht dahin. Marco, hier rüber. Kochschürze an. Noch mal kurz sammeln, durchatmen. Aber du bist ja Sportler, ne? Du fährst Rad, bist fit. Ja, also auf dem Fahrrad würde ich mich jetzt wohler fühlen. Noch nicht anfangen, Johann. Immer diese Frühstarts. So, beide parat. Ich frage noch mal ab. Marco, könntest loslegen? Johann auch? Yes. Dann läuft die Zeit ab jetzt. 20 Minuten, Heiko, ist nicht viel. Und wir sehen mal, Johann Lafer hat diesen ersten Schock überwunden, dieses entsetzte Gesicht. Was soll ich kochen? Gnocchi mit Tomaten und Mailänder, so ein Eintopf. Mein Gott, hat er gedacht, wer hat sich das denn ausgedacht? Ja, wer hat sich das ausgedacht? Natürlich reden wir vorher mit unseren Kandidaten. Das sind ja alles Gewinner aus dem perfekten Dinner. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir müssen eine Schnittmenge finden. Wir müssen natürlich ein bisschen schauen, was mögen denn unsere Kandidaten? Was können sie gut kochen? Und da wir ja nun nicht wissen, wer von den fünf letztendlich drankommt, musste man sich auch so ein bisschen einigen auf ein Menü, mit dem sich alle wohlfühlt, mit dem alle zurechtkamen, wo jeder sagte, okay, da habe ich zumindest mal bei jedem Gang eine kleine Chance. Wir sehen auch hier erstmal wieder unterschiedliche Techniken. Während der Johann da schon mal die Kartoffeln gepresst hat, hat jetzt der Kandidat, der Marco, zunächst einmal Salamischeiben abgeschnitten und, wenn ich es richtig gesehen habe, schon mal in den Backofen gegeben. Also verstaut. Salami im Backofen, ja, da brutscheln sie schon fröhlich vor sich hin und die erste Minute ist auch schon vorbei. Und Heiko, wir können vielleicht noch unseren Zuschauern sagen, natürlich wollten wir hier nicht unsere Gäste langweilen mit Kartoffeln, die gekocht werden müssen. Diese Kartoffeln sind vorgekocht, ist ja logisch, weil das ist nicht so spannend, eine Kartoffel beim Kochen zuzuschauen. Aber ansonsten wird hier alles... Das ist nicht richtig, die Kartoffeln müssen eigentlich warm sein, gell? Aha. Ja. Moment, soll ich noch mal mit dem Finger ranfassen? Nein. Lieber nicht, aber, ne? Es ist wirklich so, die Kartoffeln werden natürlich, wenn man sie kalt presst, werden sie zäh. Mhm. Bei Gnocchis muss man sie immer lauwarm pressen, damit der Teig schön geschmeidig wird. Das ist natürlich jetzt hier ein kleiner Nachteil, aber wir werden das schon schaffen. Es ist ja für beide gleich. Genau. Also letztlich, möglicherweise der Jury dann fast egal. Was war das jetzt noch drauf? Das war jetzt Ricotta-Käse, etwas Hartweizengrieß, wenn ich es richtig geschmeckt habe. Ja. Und das würzen wir jetzt schön erstmal mit Salz, Muskatnuss. Wir machen einen richtig schönen lockeren Gnocchi-Teig ohne Eier. Ja. Jetzt vielleicht der Moment, dieses Kalahari-Salz noch mal ein bisschen zu erläutern. Ich habe vorhin gesagt, viele, viele Millionen Jahre alt, aber Johann, du weißt das alles viel genauer. Das kommt aus der Kalahari-Wüste und ist 280 Millionen Jahre alt und hat sehr, sehr viele Inhaltsstoffe. Ich kann jetzt mal gleich geben hier, kannst mal vorlesen, was da alles drin ist da oben. Aha. Calcium, Magnesium, Zink, Eisen, Phosphor, Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate nicht enthalten. Und sind besonders viele von den eben vorgelesenen Inhaltsstoffen drin? Wenn man es vergleicht mit anderen Salzsorten? Viel mehr. Ich meine, viele Leute kaufen sich das normale Tafelsalz. Ja, das ganz normale. Das kannst du im Winter nehmen zum Straßensalz, aber sonst gar nicht. Das ist nämlich nur, also das ist wirklich nur normales Natriumchlorid und das ist richtig gutes, inhaltsstarkes Salz oder für die Selle oder auch das andere Himalaya-Salz. So. Ist das sehr teuer? Nee, so ein Glas kostet glaube ich 5 Euro. Okay. Also es geht. Billig ist es nicht, aber wenn man gut kochen will, dann muss man auch mal was investieren. Natürlich sind die Produkte ganz, ganz entscheidend. Aber Marco, dir reicht normales Salz oder was für Salz verwendest du hier? Also ich nehme ganz normales Salz aus der Plastikbox. Und ich hoffe, dass das auch geht. Dass das damit auch funktioniert. So, was hast du bisher jetzt hier? Also ich habe jetzt die Kartoffeln gepresst und ein Eigelb dazugegeben. Okay. Und jetzt habe ich etwas Basilikum gehackt und in die Kartoffelmasse mit rein. Ja. Damit das Gnocchi noch so ein bisschen nett aussieht. Und jetzt... Ist es nur eine optische Geschichte oder geht es auch ein bisschen um den Geschmack? Also das ist auch eine Geschmacksgeschichte, aber sagen wir mal, in dem
der Soße, die dazu kommt, da wird es auch noch etwas Basilikum geben. Mhm. Und das wird auch noch mal zum Geschmack beitragen. Aber so zunächst. Warum hast du die Salami eigentlich da in den Ofen gesteckt? Also die Salami habe ich in den Ofen, das sollen so Salami-Chips werden. Du kannst mich auch gerne in ein paar Minuten noch mal daran erinnern, dass ich sie nicht vergesse. Ja, möglicherweise okay. Machen wir das. Aber, Heiko, aber der Johann stellt da hinten irgendwelche Geschwindigkeitsrekorde im Schnibbeln auf. Ja, erstmal müssen wir mal sagen, es sind 4 Scheiben Salami. Da gehe ich mal ganz stark davon aus, die Katja Burkhardt kriegt eine, der Heinz Hormann kriegt eine. Und ja, der Rest verteilt sich auf den Rest der Jury. Und der Finger ist dran geblieben hier bei Johann Lafert. Das sind eigene Messer, ne? Spezielle Messer. Das sind Messer. Japanische Messer, die eine wunderschöne Wiegefunktion haben. Da kann man richtig schön, so siehst du ja, arbeiten, die Finger und drunter, kein Problem. Okay. Das ist jetzt eine Schalotte? Das sind zwei Schalotten, die werde ich jetzt kleinschneiden, denn ich mache eine schöne Tomatensauce dazu. Aber was machen denn da die Damen im Publikum? Müssen die beim Knoblauch vorbereiten helfen? Ja, die hat gesagt, sie hat so wenig zu tun da vorne, sie hilft mir gerne. Aha. Also es ist natürlich eigentlich fast unlauterer Wettbewerb. Jetzt wissen wir natürlich auch, warum der Johann vorhin mit seiner Suppe ins Publikum gelaufen ist. Damit hat er sich natürlich erst einmal billige Arbeitskräfte rangezüchtet. Hat Heiko einfach mal das Publikum bestochen und jetzt helfen die dir. Heiko, ich zahle auch Mindestlohn, ja? Ja, das ist Marco, wenn du willst, kannst du auch 2 Küchenhilfen, zwei Damen engagieren, aber nur für solche Tätigkeiten wie Knoblauchschälen. Ja, also wir wollen ja wirklich, dass der Wettkampfcharakter erhalten bleibt. Johann, habt ihr die Tomaten gerade aus dem heißen Wasser geholt? Ja, die muss ich abziehen, wenn die Haut abgeht. Das heißt jetzt abschrecken unterm kalten Wasser? Genau, und dann die Haut ablösen. Oder muss die Tomate unbedingt ins Eis? Nein, sofort muss sie abgekühlt werden, damit sie nicht weitergart. Das kann auch kaltes Wasser sein. Und du weißt ja, wer heiß anfassen kann, kann auch heiß liegen. Aha. Ja, ja, das sind die Sprüche, die die Köche drauf hat. Aber Tomaten mit Schale zu verarbeiten, ein absolutes No-Go? Tomatenhaut ist unverdaubar. Und übrigens, Tomate enthält Glykobin, ist ein Farbstoff. Wie heißt das? Glykobin. Das ist ein roter Farbstoff, der ist sehr gut gegen Krebs zum Beispiel, krebshemmend, ja. Hat sehr viele Antioxidantien und ist nur gut in der Anwendung, wenn die Tomate warm gemacht wird. Also kalte Tomaten haben keine gesundheitsfördernde Wirkung, nur die warm gemachten Tomaten. Deswegen werden wir die heiße Soße gegeben. Und innen das Kerngehäuse, oder heißt das so korrekt? Oder das ist das Kerngehäuse, genau. Das kommt raus, das wird auch nicht mitverarbeitet. Und in dem roten Farbstoff sind eben diese sekundären Pflanzenstoffe, die einfach dann im Körper diese freien Radikale bekämpfen. Okay. Aber schön zu sehen, wie hier wieder an unterschiedlichen Sachen rumgeschnibbelt wird, während Johann da mit seinen Tomaten beschäftigt ist. Haben wir gerade gesehen, dass auf der anderen Seite bei Marco jetzt auch noch mal Salami klein geschnitten wird. Also nicht nur die Scheiben, die er ganz knusprig im Backofen haben möchte, sondern jetzt gibt es auch noch so ein bisschen Schnipselchen. Sehr wahrscheinlich gleich in die Pfanne gegeben. Und da sehen wir schon die vorbereitete Masse für seine Gnocchi. Die ersten Röllchen sind schon fertig. Die Salami ist noch ein bisschen einsam in der Pfanne. Jetzt gibt es aber logischerweise noch ein bisschen Verstärkung. Da kommt schon noch ein bisschen was dazu. Wie viel Zeit haben wir noch? 12 Minuten und 50 Sekunden, also knapp 13 Minuten. Das erste Drittel, um mal in der Eishockeysprache zu bleiben, ist rum. Okay, passt. Und das sieht gut aus. Aha, und da sind auch die Scheibe für den Herrn Hormann ist schon mal gewendet worden. Jetzt die Scheibe für die Frau Burkhardt und jetzt kommt die Kalli-Portion. Die beiden sind auch umgedreht. Eine Minute bitte noch. Okay. Eine Minute brauchen sie noch, okay. Ein Minütchen. Bist du zufrieden mit den Gnocchi-Rollen bisher? Ja, der Teig ist sehr feucht, die Kartoffeln hatten sehr viel Wasser. Mhm. Das ist kann man das dann auffangen, wenn man mehr Mehl ja, dann dabei gibt? Ja, man muss mehr Mehl nehmen, ja. Jetzt werden die in so kleine Gnocchis geschnitten. Wie viel wären das dann pro Teller? Was hast du dir vorgenommen? Das entscheide ich, was ich habe, wie viel ich geschnitten habe. Dann durch 3 das Ganze. Okay. Ungefähr gleich groß, nochmal in Mehl wenden. Wenn ich spüre, dass die noch leicht kleben, dann packe ich noch so ein bisschen. Wie lange brauchen die denn nachher im Wasser? Oh, 2-3 Minuten. Schwimmen die irgendwann oben. Und daran erkennt man, dass sie fertig sind. Genau. Wasser hast du schon, kocht das schon? Wasser sollte kochen. Ja, so richtig kocht es nicht. Also wenn, dann macht man mal. Das ist eigentlich volle Kanone. Voll Gas. Aber das wird schon gehen. Ich weiß nicht, ob auch vielleicht nur der innere Ring an ist hier von dem. Florian, wir haben doch gerade gehört, wer heiß lieben kann, kann auch heiß anfassen. So. Steck doch mal einen Finger rein. Nein. Also guck mal, ob der zweite auch kommt. Ich kümmere mich eher darum, dass die Patate zu dir da hochwandert.
Aber ich glaube, jetzt wird das mit dem Wasser hier gehen. So, Johann hat erstmal ein Teilchen abgeschnitten, also ein Gnocco, übrigens die Einzahl. Gnocchi ist ja der Plural. Und wenn man in einem italienischen Restaurant, weil man vielleicht nur ganz wenig Hunger hat, vielleicht nur einen bestellt und sagt, ich hätte gern einen Gnocco, dann kann es passieren, dass einem der Wirt gleich einen reinhaut, Florian. Ja, das liegt daran, dass Gnocco auch sowas heißt wie Tölpel, Idiot. Also aufpassen, wenn Sie mal in Italien sind und nur einen bestellen. Was ist da? Das Wasser wird sehr genau angeschaut. Warum? Ja, wenn da nur, wenn nur Flüssigkeit, nur Teilchen drin schwimmen, habe ich was falsch gemacht. Verstehst du? Verstehe. Ich muss ganz bleiben. Ja, ja. Und bleiben Sie ganz? Ich glaube, es jetzt noch, oder? Ich habe das Gefühl, dass die halbe Kalahari da reingewandert ist. Ist viel Salz drin im Wasser? Muss das so sein? Muss das sehr salzig sein, das Wasser? Nee, das wird nichts. Scheiße. Aha. 10 Minuten vor Ende dieses Durchgangs. Johann Lafer in der Krise. Bahnt sich da vielleicht die erste Sensation des heutigen Abends an? Die Zuschauer halten den Atem an. Das ist spannend. Da ist der Favorit, um in der Formel 1-Sprache zu bleiben, ein bisschen von der Ideallinie abgekommen. Da muss vielleicht das Setup noch einmal überdacht werden. Vielleicht auch die Strategie. Vielleicht muss aber auch einfach nur noch mal nachgetankt werden. Es sind weniger als 10 Minuten. Und Marco, ist auch tröstlich, dass Johann auch Probleme hat mit dem Gnocchi-Teig. Ja, ja. Ich höre den ständig reden, nacharbeiten. Ich höre mal ein Stück von der Süßkartoffel da oben, bitte. Ja, aber bei dir sieht das alles sehr geordnet aus. Also vielleicht gibt es tatsächlich die Chance, ja, aber auf Johann der anderen Seite zu schlagen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Chance, auch einen Fehler zu machen. Das wäre nämlich fast passiert, wenn er jetzt nicht den Ofen im Auge behalten hätte. Aber ich glaube, die Salami ist jetzt genau richtig. Dann wären die Scheiben nicht mehr kross gewesen, sondern Holzkohle. Aber das war noch auf die Sekunde genau. Sieht hervorragend aus. Das hätte sich diese Mailänder Salami heute Morgen im Supermarkt auch nicht träumen lassen, dass sie abends hier im Kochstudio so frenetisch gefeiert wird. Die Mailänder Salami macht Karriere in der Kocharena. Und da gibt es noch ein bisschen mehr Tomate. Marco, du arbeitest jetzt hier mit Dosentomaten oder was ist das? Ja, und das ergänze ich durch eine frische Tomate. Okay. Wirst du die auch ins heiße Wasser geben und die Haut abziehen oder machst du das anders? Ich versuche die Haut so wegzukriegen. Loszuwerden. Du bist schon mal mit dem Mountainbike über die Alpen gefahren, stimmt das? Ja, das stimmt, ja. Nach Mailand? Zu der Salami? Nein, wir sind von Garmisch Richtung Gardasee gestartet. Und auch angekommen? Und auch unverletzt alle angekommen. Nach 460 Kilometern und 10.000 Höhenmetern war das. Und wie viele Tagen? In 7 Tagen. Ja. Nicht schlecht. Also das war. Ist eine tolle Leistung, Florian, aber darüber lacht der Johann. Nur Achtung, Johann, ich lob dich, denn der hat einen Helikopterführerschein 2002 gemacht. Der braucht definitiv keine 7 Tage, um über die Alpen zu kommen. Der fliegt da mal eben ein paar Minuten rüber, oder Johann? Das ist etwas schneller und ich kann nur sagen, für alle, das wiederholen, was Beckenbauer gesagt hat, wenn man mal Deutschland von oben gesehen hat mit dem Helikopter, dann kann ich nur sagen, wir leben in einem wunderschönen Land. Optimal, perfekt. Johann, ja? Helikopter fliegen und kochen. Gibt's da Parallelen? Weil beim Helikopterfliegen muss man auch so viele Dinge gleichzeitig machen, oder? Ich habe keinen Berufspilotenschein, sondern einen normalen Privatpilotenschein. Ich hatte vor einer Woche den Checkflug, den ich ja jedes Jahr machen muss. Ja. Und dann hat der Prüfer zu mir gesagt, man merkt, dass Sie Koch sind. Sag ich, wieso? Weil Sie einfach das Gefühl haben, sensibel, alles in Ruhe, in einem gewissen Ablauf zu tun. Und es hat wirklich viel gemeinsam. Kochen, Hubschrauberfliegen, Kochen ist alles mit sehr viel Liebe zum Detail und das macht wirklich Spaß. Und die Gnocchi werden jetzt auch was? Die Gnocchis werden hoffentlich was, wenn ich jetzt reinschmeiße. Bitte wegschauen, keine Kamera mehr jetzt, weg damit. Das können wir leider Gottes nicht liefern hier, die kamerafreie Zone. Radio, wir sind nämlich eine Fernsehsendung. Und es sind weniger als 7 Minuten nur noch. Also, wir sind im letzten Drittel. 6 Minuten 45, um präzise zu sein. Gnocchi, zweiter Versuch. Ja. Johann? Ja, bitte. Wenn die Gnocchi im Wasser sind, würde ich dir das Bild von Steffen noch mal geben. Habe eine gute Idee. Kommt zum Schreien dazu? Oder? Nee. Nee? Komm, ich habe eine tolle Schublade hier. Mein lieber Scholli.
Marco, ja, da kannst du auch landen. Nein, in der Schublade. Das machen willst wir natürlich du nicht. Nicht. Der kommt auch hier hin, ist doch selbstverständlich. Jawohl. Ah. So. Erzähl mal. Mein Gas ist aus. Wieso dein Gas ist, aus? Wieso ist das aus? Ist wieder an? Hm? Okay. Sehr schlecht. Das ist jetzt die Tomatensoße, genau, aus der. Aus der Soße von den geschälten Tomaten, aus der frischen Tomate, Mailänder Salami, bisschen Zwiebel, bisschen Knoblauch auch, oder was ist? Zwiebel ist drin, ja, kein Knoblauch. Das Gas ist wieder an, ne? Das ja, Gas ja, ist wieder, läuft an. Wieder, ja. Ja, weil man mir sagt, ich soll dir helfen, das Gas anmachen, dabei ist es schon längst an. Haben wir doch selbst gelöst. Ja, ja. Selbst ist der Mann, muss man auch so sein in der Küche. Wie bist du dazu gekommen? Ja, ursprünglich durch meinen Schwiegervater, der hat irgendwann gekocht und ich fand es immer super lecker, was er zubereitet hat. Und ja, irgendwann hat er mich aufgefordert, ja, du musst das auch können, mach doch mal mit. Und irgendwann hatte ich da so viel Spaß dran. Und irgendwann ist es ein Selbstläufer gekommen und ich hatte dann auch einige Jahre mit Wein etwas zu tun. War in Frankreich unterwegs mit Freunden und habe da immer wieder auch gut gegessen und die Verbindung mit Wein probiert und ja. Und der Marco hat seine Reisefreudigkeit und seine Reisen angesprochen und wir haben die Kandidaten gefragt, welche drei Zutaten würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen, um dort dann auf einem Campingkocher zu kochen, denn den braucht man ja schon, wenn man irgendwas mitnimmt. Und für mich hat der Marco von allen Kandidaten da eine der besten Antworten gegeben. Was nimmt er mit? Eine Lammherde, einen LKW Rosmarin und ein Feld Kartoffel. Damit kommt man auch. Damit kommt man rum. Womit auch klar ist, was du am liebsten isst und am liebsten kochst. Du darfst dir übrigens jetzt, oder wollen Sie es machen? Wollen Sie es auswählen, wer auf Rot und auf Grün anrichtet? Ich würde sagen, jetzt ist das Publikum dran. Ja, oder? Ja. Also, für den Marco, Rot oder Grün? Oh. Es ist noch etwas uneinheitlich. Dann machen wir mal die Handprobe. Also, wer ist für Rot? Okay, runter. Grün? Ah, ich sag mal Rot. Ich glaube, Rot ist in der Mehrheit. Rot? Rot? Okay. Rot. Rot, Marco, notiere ich mir hier. Drei Minuten noch und ein paar zerquetschte. Da wird nochmal ordentlich Basilikum verarbeitet bei dir gleich. Oder ist das für die Dekoration? Das ist für die Deko. Basilikum habe ich hier schon mit drin. Das okay. Soll so ein bisschen mit ziehen. Da schwenke ich jetzt dann nochmal kurz die Gnocchis drin. Wenn ihr den angsterfüllten Blick auf der anderen Seite gerade gesehen hättet, als der Johann mit zitternder Hand die Gnocchi aus dem Topf gehoben hat, weil er weiß ja, es sind nur noch drei Minuten und der erste Versuch war nicht so richtig prickelnd. Aber jetzt sieht es besser aus. Die Gnocchi haben eine neue Heimat in der benachbarten Pfanne gefunden. Aber sie sind nicht alleine, sondern da ist noch was dabei. Da ist die Salami angebraten, dazu gibt es ein richtig schönes Tomatenkompott mit Basilikum. Und das war wieder sehr schnell gesprochen. Ein Tomatenkompott. Ein Tomatenkompott mit Basilikum. Aha. Und die Gnocchi sind hier, guck mal, ja, ganz zart. Sind gut geworden. So zart wie eine schöne Frauenhaut. Mmh. Mein Gott. Alter Kleine. So. Ist ja schon gut, dass das eine Abendshow ist. Nachmittags könnten wir das nicht wiederholen bei den vielen Anzüglichkeiten, die hier schon passiert sind heute. Zwei Minuten noch, die letzten 120 Sekunden. Jetzt ist die Qualifikationszeit. Jetzt geht es auf die letzte schnelle Runde für Marco und für Johann Lafer. Und der fängt jetzt schon an anzurichten. Ja, da kommt erst dieses Kompott und dann die Gnocchi drauf. Ja, sonst will ich nicht mal sehen. Meine Teller? Stimmt. Dann würde ich das jetzt auch noch machen. Dann gehe ich mal rüber zu Marco, der auch eigentlich soweit fertig ist. Die Gnocchi jetzt schon in der Pfanne hat mit der Soße. Anderthalb Minuten habt ihr noch. Aber so richtig die große Panik bricht nicht aus. Beide sind ganz gut im Plan. Bin nur gespannt, was der Kalli gleich wieder erzählt zu den Gnocchi. Da hat er zwar wahrscheinlich keine Brasilien-Geschichte, denn die kommen ja eigentlich aus Argentinien oder Uruguay. Aber irgendein Betreuer bei Bayer Leverkusen ist sicherlich auch Gnocchi-Fan. Eine Minute noch. Eine Minute. Jetzt geht's in die ganz heiße Phase. Auch bei Johann wandern die Gnocchi auf die Teller.
Also ich glaube, das wird auf jeden Fall unserer Jury schmecken. 45 Sekunden, 40 Sekunden nur noch. Vergiss nicht deine Salamischeiben, die du noch dazugeben wolltest. Wir gehen auf 30 Sekunden zu. Die letzte halbe Minute läuft, meine Damen und Herren. Die dritte Runde in der heutigen Kocharena. 20 Sekunden noch für Gnocchi mit Mailänder Salami und Tomate. Wer macht das Rennen? Ist es Marco Kugler, unser Sieger aus dem Promi-Dinner, oder ist es Johann Lafer? Zwei Runden hat er gewonnen, die letzten 10. Durchatmen. Aber beide schauen ganz zufrieden aus, Marco. Fast, also, ja. Fast. Okay. Johann, auch fast oder ganz zufrieden? Johann, ganz zufrieden? Ja. Das ist gut. Also, dann servieren wir für unsere Jury. Marco, bitte auf die roten Platzteller. Erstmal die Hände waschen, sehr ordentlich. Vorne gibt es auch noch das Tüchlein. Also, bitte. Ich würde ja gerne mal probieren, aber ich darf eben nicht. Ja, mal, bitte Marco auf die roten Platzteller, Johann auf die grünen. Da gibt es auch immer gleich den ersten prüfenden Blick auf den Teller des Gegners. Und wenn man überlegt, Florian, vor 10 Minuten, diese Krise, dieser Moment, als die ersten Gnocchi überhaupt nicht so richtig nach Johanns Geschmack waren, wie er da geschaut hat, Stress, und wie, ne, zufrieden er jetzt aussieht. Wir können es gerne noch mal zeigen, die Szene. Ach, das war gar nichts. Aber dann, retten ist wichtig, ne? Es gibt ein tolles Sprichwort. Kennst du das? Ich weiß es nicht, also es gibt viele tolle. Fällt es dir gerade nicht ein? Alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Aha. Dann gehörst du nicht zu denen. So. Jetzt wird nichts mehr verraten. Jetzt wird nur noch gegessen. Leider gibt es nur von 3 Herrschaften, eine Dame, 2 Herren. Unsere Jury. Katja Burkhardt, Heinz Hormann, Rainer Kallmund. Meine Dame, meine Herren, es erwartet Sie Gnocchi mit Mailänder Salami und Tomate. Und der Johann muss sich den Hocker holen. Setz dich da hinten ein. Ja, da könnt ihr beide Platz drauf finden, sehr gut. Wir wünschen guten Appetit und müssen uns leider Gottes anschauen, wie andere genießen. Wir geschwitzt haben. Genau. Aber der Herr Hormann muss schon da zum harten Instrument greifen. Ist das richtig? Ja, ist ganz interessant. Ich glaube, das ist eine Trophäe, die kann man an die Wand nageln. Deswegen heißt sie auch Mailänder Salami. Hans. Bitte. Ich merke zwar die Tomaten, auch Gnocchi. Für der Salami, die schmecke ich auch, aber ich kann nicht feststellen, ob das eine Mailänder Salami ist. Du als großer Fußballfan aus den ersten Zeiten von Borussia Mönchengladbach musst so eine gute Erinnerung an Mailand haben. Kannst du mir sagen, ist das Mailänder Salami? Woran stellt man das fest? Ja, an sich ist das typisch für Mailand. Das war damals der Büchsenwurf. Die Wurst ist auch nicht ganz ehrlich. Nein. Kannst du mal antworten? Mailänder Salami ist normalerweise extrem gut gewürzt. Sie hebt sich dadurch ab, dass sie noch ein bisschen schärfer, noch ein bisschen herzhafter ist als andere. Und Bonny Senjas Büchsenwurf ist nicht
in Vergessenheit geraten, Herr Hormann. Keine Sorge. Der Abend ist einfach zu schön. So ist es. Wir wollen auch nicht wissen, ob die Salami vom AC oder vom Inter Mailand ist, sondern wir wollen jetzt langsam was hören. Hinter deinem Rücken, Florian, hat der Johann gerade schon wieder genascht bei der Konkurrenz oder beim Gegner. Küche haben auch Hunger. Ah ja, aber sagen bitte nichts dazu. Die Frau Burkhardt hat entweder einen Schluck auf oder irgendwas ist nicht nach ihrem Geschmack. Es ist wunderbar. Ich habe einfach nur zu gierig gegessen und mich verschluckt. Ach so, okay, das kann mal passieren. Die Spannung ist natürlich schon ziemlich groß. Ist das so ein bisschen wie auf der Schulbank? Oder? Sicher, klar. Das ist eine riesen Herausforderung hier. Guck mal, so viele Leute da, so warm hier, alles auf einmal kochen. Ja. Zwei Moderatoren, die alles genau beobachten. Schwierig. Wollen Sie nicht mehr? Möchten Sie noch? Ja. Ganz noch länger dauert. Ach so, ins Publikum. So. Was möchten Sie? Auch? Bitte schön. Beim nächsten Mal seid ihr dran, ne? Und wir fangen an zu werten. Rainer geht zurück und Heinz Hormann beginnt mit seiner Wertung für den roten und den grünen Teller Gnocchi mit Mailänder Salami und Tomate. Ja. Also wir haben ein wunderbares Zwischengericht Gnocchis. Das heißt, auch wenn Sie nur einen auf dem Teller haben, Gnocchis, wer Gnocco heißt, der Tölpel, das kann man keinem Kellner antun. Also diese Gnocchis auf der rechten Seite sind wunderbar ausgezogen. Die sind gut präpariert. Sie wissen, Sie können Gnocchis aus Mais, aus Grieß oder aus Kartoffeln machen. Hier, die sind von der Schärfe gut. Das ist alles wunderbar, bis auf dieses Stückchen Mailänder Salami. Ich weiß nicht, was damit angestellt worden ist, aber ich schwöre es Ihnen, Sie können es als olympische Disziplin zum Diskuswerfen nutzen. Weil die Gnocchis aber prima sind, bleibt es trotzdem noch eine 5. Aber diese Gnocchis zerfallen in sich selbst. Es gibt Gerichte, die sind mausetot, und es gibt welche, die zerlegen sich. Weil aber eine herzhafte Würze da ist und es wunderbar, also auch die Salami geschnitten ist und noch ein bisschen aufgefrischt ist, auch mit den Tomatenspänen, bin ich großzügig und gebe eine 4. Okay. Frau Burkhardt. Also so streng wie Herr Hormann bin ich nicht. Ich habe jetzt nichts mehr, wo ich drauf zeigen kann. Aber der rote Teller, ja. Die Gnocchi haben mir ausgesprochen gut geschmeckt. Und die Salami gehen wir drüber hinweg. Deswegen gibt es eine 6. Mhm. Bei dem grünen Teller haben mir die Gnocchi nicht ganz so gut geschmeckt, aber insgesamt war die Komposition sehr schön, weil die frischen Tomaten, dann die Würze und die Herzhaftigkeit der Salami, das fand ich wunderbar und deswegen gebe ich dort auch eine 6. Aha, Gleichstand, Frau Burkhardt. Also es liegt an Kalli. Kalli, die Zunge an der Waage, muss man ja sagen, das Zünglein wäre ja vielleicht ja, ein bisschen verniedlich. Der Heinz, der schreibt jetzt sein 30. Buch, aber hat keine Ahnung. Aber ist ja eine Kunst, wenn man das schafft, ne? Also mir haben beide Portionen vorzüglich geschmeckt. Ich mache ihn nicht an. Wieso? Hier hast du nämlich einen Vorteil, dass du nicht auf dem Butterbrot mit nach Hause nehmen kannst. Also mit Frau Herzhaft, mir hat beides geschmeckt. Ich gebe hier für Rot eine klare 6, gute Note, richtig herzhaft, wunderbar.
Grün hat mir auch vorzüglich den Tomatenschmack, wie es optisch dargestellt war, muss ich sagen, eine kleine Idee für mich besser. Ich kann ihn doch besser beurteilen, weil ich alles aufgegessen habe. 7:6, ganz klar. So. Reicht dann. Dann zählen wir mal. Ja. Der Johann hat es schon erkannt. Gleichstand. Ja. Gleichstand gibt es bei uns. Aber beim Gleichstand gewinnt der Herausforderer. Marco, du hast gewonnen! Super. Das heißt, Marco kocht weiter. Kriegt von mir gleich die 3.000 Euro. Die kannst du schon mal einstecken. Und der nächste Gang auch mit euch beiden. Das Duell geht weiter. Johann gegen Marco. Und die Jury schicken wir wieder nach hinten. Bis gleich. Dankeschön. Marco ist jetzt schon ein glücklicher Mann, oder? Ja, definitiv. Das kann ich verstehen. Ja. Du bist jetzt auch... Naja, ein reicher Mann ist übertrieben, aber 3.000 Euro wandern schon mal in deine Schürze. Und ich würde gerne noch was sagen. Ja, gerne. Ich würde gerne was sagen, was wirklich vom Herzen kommt. Er hat es wirklich, muss ich sagen, toll gemacht. Ich habe es probiert, das hat die Gnocchi waren einfach besser als meine. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ganz, ganz fairer Verlierer. Wobei wir ja festhalten, es war von der Jurywertung Gleichstand. Gleichstand. Okay, aber die waren gut. Und dann geht eben der Herausforderer weiter. Hier habe ich wieder 3.000. Also, du bist ganz gut. Moment, da ist der vierte Gang davor. Da ist das Hauptgericht davor. Und ich werde es mal vortragen und bin gespannt, ob Johann wieder so zögerlich, so kritisch reagiert. Also, vierter Gang. Papillot vom Ludemer mit mediterranem Gemüse und Kräutersoße Apar. Français, français, français. Nicht einfach. Nicht einfach. Papillot ist? Eingewickelt im Papier, im Ofen gegart. Und Kräutersoße à part? Extra serviert. Okay. Also das wird nicht einfach. Du hast es schon probiert. Johann muss es jetzt aus dem Stegreif kochen. Hier hast du es vor dir. Ab in eure Küchen. Alles klar. Viel Glück. Jetzt gibt es natürlich mehr Zeit. Eine satte halbe Stunde. Haben wir für diesen Ludemer. Wie lange haben wir jetzt? 30 Minuten. Nur? Ja. Seid doch wahnsinnig, doch. Na bitte. 30 Minuten ist ja gar nichts. 30 Minuten. Da sehen wir schon die Fische. Kann der auch roh sein? Wenn es schmeckt, gerne. Seid ihr soweit? Auf jeden Fall ist er tot. Ja, da muss man kein Tierarzt für sein, das ist richtig. Also, seid ihr soweit? Yes. Marco auch? Ja. 30 Minuten laufen ab, jetzt! Marco, mach. Was machst du mit der Schere da? Ich schneide erstmal diese ganzen Flossen da weg, dass die nachher beim Filieren nicht da sind. Und dann natürlich muss ich den Fisch auch nochmal richtig auswaschen, dann fülle ich den mit Kräuter. Dann werde ich nachher in einem Pergamentpapier gefüllt, gut gewürzt mit Zitronen und so weiter und so fort, werde ich den nachher garen. Und Dinge, die nicht hingehören, muss man wegschneiden. Siehst du hier den Schwanz zum Beispiel. Ja, okay. Und man sieht schon Unterschiede hier wieder, Heiko, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja gerade gesehen, die Schere bei Johann Lafer und von der Schere keine Spur bei Marco. Da ist nur das große Messer. Und wichtig ist natürlich auch, wo man anfängt, um dieses Fischfilet da wirklich herauszulösen. Er hat natürlich hinter dem Kopf angefangen, dann kam der Rückenschnitt. Danach hat er sich kurz um den Bauchlappen gekümmert. Die Gräten müssen entfernt werden und logischerweise am Ende auch noch die Haut. Also das ist schon eine sehr diffizile Arbeit, da haben wir den Bauchlappen gesehen. Und jetzt schauen wir mal, wie der Fisch nackig gemacht wird, wie die Haut wegkommt. Der Johann ist dafür schon bei der letzten Ölung, hätte ich gesagt, fast bei der letzten Waschung des Fisches. Marco, die Messer sind hier zu scharf? So scharf, dass man die Haut gar nicht erahnen kann.
Das heißt, du arbeitest zu Hause mit stumpferem Gerät? Ja, manchmal leider schon. Okay. Und Johann lässt das Ganze am Stück, ja? Da wird nicht filiert? Johann, oder doch? En Barbiot ist ja ein Fisch im Ganzen in Folie gegart. Okay. Das heißt, wir haben wirklich Unterschiede. Werden wir sehen, was der Jury nachher besser gefällt. Das ist sowas wie eine Doppelfüllung, denn da kommt nicht nur der Fisch hinterher ins Papier, sondern erst einmal kommt noch was in den Fisch, offenbar bei Johann Laffer. Reichlich Kräuter. Und Limetten. Was kommt da genau rein? Thymian, Rosmarin, Limetten. Und jetzt tue ich den Fisch außen ein bisschen würzen. Ich lass mich raten, mit Kalahari-Salz. Du hast gut geraten. Gut. Ich habe was gelernt heute schon. Ist das auch ein spezieller Pfeffer? Nee. Aber ich nehme mal an, heller Pfeffer, oder? Ja, ist weißer Pfeffer. Der schmeckt. Hoppala, jetzt geht die Mühle kaputt. Der schwarze, der schmeckt so, ich sag mal, gröber. Nicht so elegant wie der weiße. Okay. Mit einem kleinen Blick auf die gegenüberliegende Seite haben wir gesehen, dass trotz der zu scharfen Messer mittlerweile der Marco auch das zweite Filet hingebracht hat. Also, das ist die Schwierigkeit. Nochmal zur Erinnerung, gleiche Chancen für alle, die Grundausstattung. Wir mussten uns auf einen Konsens einigen für unsere Kandidaten. Deshalb zweimal Gas, zweimal Elektro, in der Mitte der Grill und die Messersets, die Ausstattung für alle Kandidaten hier gleich. Für alle Gewinner des perfekten Dinners. Jetzt geht es aber erst einmal an die Abteilung Gemüse. Rote und gelbe Paprika haben wir schon gesehen. Eine Frühlingszwiebel war dabei, eine rote Zwiebel war dabei. Und die Zitrone, ja, da ist sie wieder. Da ist sie. Sag mal, du machst also nur die Filets, ja? Ja, ich mach die in Filets. In der Papillon. Richtig, nicht den genau. Kompletten Fisch. Nein. Warum das? Weil ich möchte sicher gehen, dass der Fisch langsam gart. Mhm. Und bei dem Zeitdruck, den wir haben, könnte ich mir vorstellen, dass es knapp werden kann, unter Umständen. Wenn wir den ganzen verwenden. Wenn wir den ganzen nehmen, ja. Ja, das wäre natürlich eine Frage an den Johann. Ist die Gefahr da, dass der Fisch in der Zeit nicht richtig gar wird? Nee, ich glaube nicht. Okay. 26 Minuten sind es noch. Und noch ist das Tier weit entfernt vom Backofen. Ja. Apropos Backofen, muss der vorgeheizt werden eigentlich? Oder kriegt der von euch die richtige Temperatur? Der Backofen ist vorgeheizt, ja klar. Und erklär doch mal ein bisschen diese Papillot. Was ist ja, da die Technik? Jetzt genau, pass auf, ich erzähle euch schon gerne genau. Ich tue jetzt mit Olivenöl rein, dass damit Fisch schön mariniert wird von beiden Seiten. Und dann ist wichtig, dass ich beim Zudrehen natürlich dieses Paket luftdicht verschließe, weil der Fisch soll im eigenen Saft in den Aromen garen. Das heißt hoch, hier zusammen. Und dann hier einfach, siehst du hier, einfach ganz fest zudrücken. Und früher haben die Zuschauer dann noch geklatscht. Auf wie viel Grad hast du vorgeheizt? 170 ungefähr. 170. Die Kocharena ist in der vierten und vorletzten Runde. Es geht wieder um 3.000 Euro und wenn es dann richtig rund läuft, dann gibt es im Finale noch die Chance auf einen viel, viel dickeren Preis. Aber so weit sind wir nicht. Noch sind wir in der vorletzten Runde und noch haben wir knappe 25 Minuten. Was machst du mit dem Paprika? Du schneidest sie, das sehe ich, aber in einer speziellen Form. Nur so ein bisschen schräg, nicht ne? Zu groß, ein bisschen schräg, dass sie gleichmäßig garen, wenn es geht. Okay. Und die werde ich jetzt gleich so ein bisschen. Und rot und gelb sicher auch einfach aus optischen Gründen? Genau. Es gibt einfach einen schönen farblichen Aspekt dabei. Und was mal, tust du denn noch dazu dann nachher, wenn du den Fisch in diese Papillote einwickelst? Also ich werde das Gemüse anbraten in Olivenöl. Mhm. Werde aromatische Kräuter dazugeben. Und dann werde ich den Fisch in die Papillote geben. Mhm. Und mit dem Gemüse zusammen einpacken. Und ja, dann ab in den Backofen. Okay. Ich filiere den Fisch nachher frisch, weil ich möchte, dass der Fisch frisch aus dem Ofen saftig auf den Teller kommt und nicht die Filets, weil die Filets wärmen zu schnell durch. Okay. Abwarten. Bin gespannt, ob die Taktik aufgeht. Abwarten, sagt er da drüben.
Aber Florian, das heißt ja nichts anderes, als dass der Johann dann nachher noch ein bisschen vorher auspacken muss. Also da kriegt dann nicht jeder Juror sein eigenes Tütchen. Und dabei hatte der Kalli sich gerade auf diesen Gang so gefreut. Was Süßes, was zu spielen und eine Überraschung. Aber Johann, ist es nicht manchmal sogar so, dass man das im Restaurant dann sogar noch im Papier serviert, dass man ja, am Tisch dann selber öffnet? Ist eigentlich in der Regel so, dass der Kellner das bringt und dem Gast das zeigt und dann eigentlich dann vorlegt, ja? Aber das kannst du ja jetzt nicht machen, wenn du vorher filieren musst, oder? Ja, ich möchte aber das nachher den Zuschauern zeigen, wie man so einen Fisch auch wunderschön zerteilen kann. Mhm. Um keine Ausrede verlegen, der Mann. So, die untere Abteilung des Backofens wird mit den Paprika gefüllt. Und Marco ist mittlerweile dabei, hier ein paar Kräuter zu zupfen, finde ich immer so ein bisschen mühsam, gerade so diese Thymian. Thymian ist immer etwas mühsam, weil die sind kleine Blätter. Ja. Aber wenn man zu viel von den Stängeln reinmacht, ist das auch nicht mehr so schön beim Essen. Ja, dann ist es auch nicht so gut, genau, weil die sehr fest bleiben. Hey, was rappelt der da drüben so, der Johann? Ich habe nur einen Topf gesucht, junger Mann. Aha, für die Zucchini, denn der geht jetzt an den Kragen. Nein, die Zucchini kommt da nicht rein. Aha, aber klein gemacht hast du sie doch schon. Die Zucchini wird später angebraten fürs mediterrane Gemüse. Ich mache jetzt hier in diesem Topf eine schöne Kräutersoße. Das finde ich immer das Faszinierende. Diese schnellen Schnitte, das ist das, was wir bei unseren Profis lieben. Fingerfertigkeit par excellence, kochen, zubereiten in Reinkultur. Und das sind Zwischenzeiten, da können der Nick Heidfeld und der Ralf Schumacher nur von träumen. Also so schnell, wie der Johann Lafer hier die Sachen um die Ecke bringt. Die Zeit, ja, die Zeit ist wichtig. Wie lange haben wir denn noch? 20 Minuten. Also das erste Drittel ist um. Im Hauptgang, nochmal zur Erinnerung, gibt es ja 30 Minuten. 30 Minuten, also Zeit für euch. Wir können vielleicht nochmal festlegen, wer auf Rot und auf Grün serviert. Ich finde, das hat sich so toll bewährt. Unser Publikum hat da bisher zwar immer relativ uneinheitlich sich geäußert. Gut. Vielleicht können wir uns jetzt mal einigen auf eine der beiden. Aber trotzdem, aha, die junge Dame sagt Rot, deswegen Rot, Rot, Rot. Ja, auch die Verwandtschaft, Bekanntschaft von Marco möchte gerne Rot. Also nehmen wir alle Rot. Einer hat Grün gesagt. Rot. Rot bei Marco. Johann, Grün bei dir, ne? Bitte? Grün bei dir dann. Mit was war gerade Gleichstand jetzt? Oh, wie war das? Ja, das stimmt. Du hattest gerade auch schon Rot, ne, Marco? Ja. Nee, ja, hatte ich Rot? Ja, siehst du, das ist verwirrend. Ich weiß ja gar nichts mehr. Ja, ja, wir sind alle so im Stress hier. Aber im Publikum ist man sich auch nicht einig. Auf jeden Fall hast du jetzt wieder Rot und du hattest gerade auch Rot. Danke den Kollegen in der Regie. Und wir haben gerade gesehen, Florian, da wurde Fond benutzt und zwar Fond aus einem ganz speziellen Sortiment. Das war nämlich der Johann Lafer Fond. Bevor jetzt Zuschauer anrufen und sagen, hey, das ist aber ein illegaler Vorteil, der durfte seinen eigenen Fond mitbringen. Ja, durfte er. Beziehungsweise musste er gar nicht, haben wir nämlich eingekauft. Und logischerweise hat auch der Marco diesen Fonds. Also auch hier absolute Chancengleichheit. Vox hat keine Kosten und Mühen gescheut und tief in die Ausstattungskasse gegriffen, um ein paar Gläschen Johann Lafer Fonds zu erstehen. Ja, da steht er. Ja. Ist aber gar nicht so teuer. Und ich rette mal hier. Und? Die Karte mit dem Brett. Ich sage, ist der einzigste Fond, der hat keine Konservierungsstoffe, keine Farbstoffe, keine Aromastoffe. Das ist wirklich Natur, wie man den selber kocht. Also ist zu empfehlen, solche Produkte zu verwenden. Wir haben noch eine ganze Menge Zeit bei diesem Hauptgang. Wobei, es wird sicherlich am Ende wieder unheimlich knapp und hart werden. Aber wir machen eine kurze Unterbrechung, sind gleich wieder hier in der Kocharena bei Vox. Zurück in der Kocharena, wo sie nichts verpasst haben, unverändert, ganz knappes Duell an der Spitze, Schulter an Schulter, Marco Kugler und Johann Lafer in diesem vorentscheidenden vierten Gang. Aber es hat sich einiges getan, da musste nämlich zum Beispiel noch eine zusätzliche Filetierung vorgenommen werden. Hier sehen Sie noch einmal den finalen Schnitt von Marco und was wir auch sehen, da ist relativ viel Verlust. Also da kommt doch das ein oder andere mehr in das große Plastiktöpfchen als letztendlich in die Papillote hier. Noch mal in Zeitlupe wunderbar zu sehen. Aber wir haben auch noch andere Schnitte für Sie, die wir Ihnen unbedingt noch zeigen wollen, die gerade getätigt wurden. Ein neuer Weltrekord, ob Sie es glauben oder nicht, aus einer Zwiebel. 51 Schnitte, Johann Lafer.
viele Minuten haben wir denn noch? Und jetzt müssen wir natürlich auf die Zeit achten, Florian, denn es wird langsam aber sicher richtig heiß in diesem vierten Durchgang. 10 Minuten für euch beide noch, Marco und Johann. Bist du im Stress, Johann, oder geht's? Nee, ich bin okay. Ich bin okay. Dann können wir ja vielleicht uns um das Bild von Marco kümmern. Ja. Die beiden anderen hast du ja da vorne schon drapiert. Er ist nun der härteste Gegner. Eine Runde schon Gleichstand. Hol ihn dir doch vielleicht nach vorne, dass du immer auf ihn schauen kannst. Gute Idee. Johann, vielleicht ganz kurz, was hast du alles in diesem Gemüse? Paprika, rote Zwiebel, Zucchini, Tomaten kommen auch rein, Tomatenmark, Thymian, Knoblauch, Rosmarin. Aber ein schönes, geschmortes mediterranes Gemüse. Das ist die gesündeste Küche überhaupt, die mediterrane Küche. Ja. Das kommt dann unten drunter und dazu gibt es eine Kräutersoße. Okay. Dann gehe ich mal rüber zu Marco. Wie sieht es bei dir aus mit dem Zeitmanagement? Bist du zufrieden? Ah, nicht wirklich. Ich habe so ein bisschen rumgeträumt. Und was so definitiv schön gemütlich lief. Andere Einpacktechnik. Das sieht nach etwas in Stress gekommen. Das sind aber schöne Beutelchen, oder? Die sehen ja das ganz, ganz anders aus als bei Johann, aber das macht ja nichts. Wichtig ist, wie es schmeckt. Sieht so ein bisschen aus wie German Kleinigkeiten oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sehr nettes Ambiente. Da ist das Gegenstück, die längliche Version bei Johann Lafer. Und er muss jetzt jedes Mal, wenn er auf den Herd guckt, auf den Marco schauen. Auf den Marco, auf den Mann, der ihn bei den Gnocchi in ein Unentschieden getrieben hat. Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal Gnocchi à la Marco auf der Stromburg. Und Heiko, wir können ja auch ein bisschen denken an die beiden Kandidatinnen, die noch übrig sind. Ja, die da noch sitzen. Denn eins ist die klar. Die Hella und die Katja. Es kann maximal noch eine von den beiden zum Einsatz kommen. Vielleicht sogar müssen sie beide zuschauen, denn wenn Marco auch diesen Gang hier gewinnt, dann qualifiziert er sich auch fürs Dessert. Dann kommen beide Damen gar nicht mehr zum Einsatz, aber sonst hat vielleicht wenigstens noch eine die Chance, beim Dessert gegen Johann Lafer zu zaubern. Wie geht's euch denn? Habt ihr euch gefreut für Marco oder seid ihr jetzt so ein bisschen ärgerlich, dass eine von euch beiden nicht drankommt? Überhaupt nicht. Also ich habe mich so unglaublich für ihn gefreut. Und er hat aber nur zu mir gesagt, ich würde mich nur deshalb so freuen, weil ich dann beruhigt wäre und käme nicht mehr dran. Ja, aber wer weiß, das entscheidet ja der Zufall. Genau. Aber ist es ein komisches Gefühl, hier so zu sitzen? Ja. Auf der Wartebank, auf der Ersatzbank sozusagen? Ja, schon, ja. Ja? Und was wäre lieber, noch drankommen oder jetzt einfach sitzen bleiben? Ach doch, ich würde noch gern ins Geschehen einsteigen. Dann gucken wir mal. Wie sieht das aus bisher? Hat der Marco eine Chance jetzt beim Fisch? Ich wünsche es ihm, aber ich glaube, dass er ein bisschen zu spät die Papillote in den Ofen gepackt hat. Das ist nicht mehr. Obwohl da nur diese kleinen Filets drin sind? Aber wie gesagt, wir wünschen es ihm natürlich und so. Okay. Viel Spaß weiterhin. Johann, wie lange muss dein Fisch denn im Ofen bleiben? Ich brauche noch ein bisschen. Ich habe gerade mal angeschaut, kann es mal zeigen, zuschauen, wie man das macht. Ich habe jetzt keine Nadel da, aber man kann es auch mit so einem Messer machen. Schau her. Hier rein. Da so. Ja. Und dann rausziehen und zu den Lippen. Und wenn es brennt lassen, gibt es ja durch. Ganz sicher durch. Na, was für ein Gefühl muss es sein an den Lippen, dass es richtig ist? Der Fisch hat idealerweise 72 Grad. Das heißt, ich verdoppelte meine Körpertemperatur, 36 mal 2 nehme ich. Ja? Und dann habe ich 72 Grad. Wenn das so ist, dann ist der Fisch gut. Und das fühlt sich dann schon richtig heiß an, das Messer? Fühlt sich so, ja, wenn man so mit einer schönen Frau ein bisschen so. Ach so, sind wir wieder beim Thema. Aber Stichwort Gebiss, wir könnten natürlich auch noch über das Gebiss des Fisches reden, denn wenn der noch lebt, dann ist der durchaus in der Lage, einem den Finger abzubeißen, denn diese Fische werden zwischen 45 cm und 2 Meter groß. Aber bevor der Johann jetzt gleich wieder sagt, woher weißt du das alles, fragen wir ihn lieber nochmal. Wir reden hier über den Loup de Mer, aber es gibt ja auch noch den Lupo di Mare. Das ist, glaube ich, was ganz anderes. Ist das so, Johann? Loup de Mer, Lupo di Mare, komplett anders? Loup de Mer, Loup de Mare. Es gibt ja den Wolfsbarsch und den Seewolf. Ja, es gibt den Bar in Französisch auch. Bar, Le Bar, ist auch das Gleiche. Aber ist da jetzt ein Unterschied zwischen dem... Loup de Mar und Loup de Mer ist für meine Begriffe das Gleiche. Und zwischen dem Wolfsbarsch und dem Seewolf? Gibt es einen Unterschied. Und zwar? Der Name. Danke. Ist gut, wenn man Experten im Studio hat.
4,5 Minuten noch. Nein. Doch. Schaffe ich nicht. Ja dann. Es wird ja sowieso interessant sein, was die Jury sagt. Wir haben ja, wir kündigen nachher an eine Papillote vom Ludemer mit mediterranem Gemüse und Kräutersoße à part. Ja. Möglicherweise sagen die, wo ist denn hier die Papillote? Weil die ist ja dann weg bei dir. Bei mir? Ja. Oder legst noch so zwei Blätter Papier dazu? Ich lege den Fisch, lege ich persönlich der Jury als Kellner vor. Aha, und dann müssen wir selber filetieren? Nein. Okay. Dann werden wir sehen. Aber naja, also als Kellner darf er sowieso nicht, weil dann wäre ja klar, von wem welcher Fisch kommt. Das geht nicht. Aber wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Entschuldigung, Heiko. Ja, und der Heinz Hormann entwickelt sich ja immer mehr so bei uns so ein bisschen zum Herrn Lembi der Kocharena. Ich bin mal gespannt, wenn dem dahinter das Esspapier fehlt, was der dann wieder zu meckern hat. So, jetzt ist offensichtlich der Lippentest gelungen hier. Denn die zwei Papillotten bei Johann sind aus dem Ofen raus. Bleiben aber noch liegen, ja? Müssen die auch ein bisschen ruhen, die Fische jetzt? Die müssen ein bisschen ruhen. Wie lang? Ach so, 2 Minuten. Okay. Ist einfach so getippt, würde ich sagen. Und die Papillote da hinten? Also die Schnüre sind schon durch, das habe ich erkannt. Aber ja, die Schnüre sehen aber noch okay aus. 220 Grad ist natürlich auch wesentlich wärmer. Ich habe etwas Gas gegeben. Muss das auch, ne? Ich habe ja jetzt vorhin gewonnen, kann ich mir vielleicht eine Minute kaufen? Ich bin Bargeld gegenüber normalerweise nicht so kritisch, aber die Antwort heißt hier leider Gottes nein. Okay, tut mir leid. Kannst du mal versuchen? Ja, sicher. Butter noch rein in die Kräutersoße? Ja, oh, ich kann nicht, haben wir irgendwie Topflappen oder irgendwas? Topflappen haben wir doch nochmal, also zumindest diese Arbeitstücher. Ist dir das zu heiß, ja? Ja, mach du mal. Nein. Nachher sagst du, ich bin's schuld. Ja, aber immerhin, er hat ja eigentlich noch einen gut. Wir erinnern uns, vorhin wurde ja dem Johann Lafer geholfen. Also ein, zwei Handgriffe dürfte er noch von Assistentin vielleicht als Hilfe in Anspruch nehmen. Die letzten 2 Minuten. Und der Weltmeister im Zwiebelschnellschneiden hat jetzt auch wieder den Kräutern hier ein ganz kurzes Ende beschert. Und wie liebevoll da alles noch mal in den Topf drapiert wird. Ach, da wird nicht einfach was reingelegt oder reingeworfen. Da wird mit viel Gefühl fallen gelassen. Anderthalb Jetzt Minuten wird noch. Schon mit viel Gefühl angerichtet. Johann Lafer ist schon in der vorentscheidenden Phase. Das ist die Kräutersoße. Das mit? Nein, es sind nur die Tomaten, die warm gemacht worden sind. Aha. Ja, und die Kräutersoße à part. Kommt extra. Und wo ist die? Da im Topf. Die also hat er gerade mit dem Zauberstab gemacht. Die haben wir beobachtet, das hatten wir im Blick. Und da kommen jetzt die 2 Fische für die 3 Juroren. Eine Minute noch, die letzte Minute. Ist das spannend? Nochmal zur Erinnerung, gerade gab es ein Unentschieden. Der Kampf um die Loki endete mit einem 17:17. Jetzt sind wir beim Hauptgericht, jetzt sind wir bei Papillote vom Ludemer. Und die letzten 40 Sekunden. 40 Sekunden. Und so schnell habe ich zuletzt meinen Sohn an Weihnachten auspacken sehen. 30 Sekunden, Johann. Das wird eine ganz enge Geschichte. Das wird ganz eng. Der zweite Teller. Oh, das sieht natürlich nicht so schön aus. Und dem einen oder anderen Juror wird der Ludemer direkt ins Auge schauen. Die letzten 15 Sekunden. 15 Sekunden, Johann, denk an die Kräutersoße à part. Was sagt Heinz Hormann alias Herr Lambi? 5. 1. Plus. Das müssen wir leider so lassen, Johann. Ei. Ob das die Dekorationswünsche der Jury befriedigt. Aber ihr habt alles gegeben und euch mehr als diesen Applaus verdient. Marco, Zeitmanagement top. Ich bin gespannt, ob es der Jury schmeckt.
Papillot vom Ludemeer mit mediterranem Gemüse und Kräutersoße à part. Jetzt bitte servieren. Wir erinnern uns, Marco auf Rot. Rot, bitte. Die Unterteller und Johann auf Grün. Und Johann, kann das sein, dass sich bei dir die Jury die Kräutersoße teilen muss irgendwie? Müssen Sie das rumgeben? Ja. Okay. Unkonventionelle, moderne Küche. Und der Vorgang des Filierens, entweder habe ich die falsche Kamera gehabt oder ich habe das Bild nicht gesehen. Ja, wer weiß. Also zumindest wurden die Fische zerteilt, das habe ich gesehen. So, Marco, du strahlst, ja. Bist du siegesgewiss? Nein, aber es du bist froh, dass es rum ist. Es ist geschafft. Okay, ich verstehe. Der Johann, der sonst ja doch eher eine steirische Frohnatur ist, wirkt ein bisschen verspannt, um ehrlich zu sein. Ist die Beobachtung ganz falsch? Abwarten. Komm zu mir. Ja, schon warm. Ist richtig harte Arbeit. Hart. Wirklich harte Arbeit. Ganz hart. Es war auch kurz. 30 Minuten für so ein Gericht ist wirklich, wirklich ganz hart gerechnet. Aber es war für beide das Gleiche. Und der Aufgabe haben sie sich gestellt und was draus gemacht. Wie es der Jury schmeckt, werden wir jetzt erfahren. Da kommt sie, unsere Jury. Katja Burkhardt, Heinz Hormann und Rainer Kallmund. Ja, der Herr Hormann zweifelt ein wenig. Ich sag Ihnen, was es ist. Papillot vom Ludemeer mit mediterranem Gemüse und Kräutersoße à part. Kleine Korrektur, soll es sein. Sie sind da härter als ich. Ist der Job. Okay. Dann wünsche ich dir noch guten Danke Appetit. Vielmals. Danke sehr. Und Sie sehen, die Kräutersoße à part, die gibt es beim roten Teller, die gibt es aber auch für den grünen Teller. Allerdings steht die da nur vor Frau Burkhardt. Da müssen Sie sich die Soße vielleicht noch rumreichen. Ist so. Wir sehen gar nicht. Ach doch, Kalli hat was unter dem Papier gefunden. Tolle Soße. Tolle Soße. Ich kenne nicht Papillon, nur den Film von Steve McQueen. Das stört mich ja ein bisschen, das ganze Papierzeug, aber okay. Kann nur dann was mitnehmen, wenn man nicht auf ist. Ich meine, es ist ja gemein, was wir hier tun. Die beiden haben wirklich, wirklich toll gekocht, 30 Minuten lang. Aber Johann, wenn man es so von hier sieht, könnte es auch Fisch und Chips sein, oder? Ich glaube, der Mann wird nicht mein Freund. Ach du Jammer, jetzt habe ich es mir versaut mit ihm. Also ich gucke kein Formel 1 mehr. Oh. Er ist ja sowieso immer an der Rennstrecke. In Malaysia haben wir uns erst Anfang des Jahres getroffen. So. Wie schmeckt's denn? Kann ich schon mal den Herrn Lambi fragen? Ach, du bist so eine Tante. Ja, Kalli, wenn du tanzen willst, gerne. Ich tanze nachher den Bärentanz. Aha, okay. Also, wie schmeckt's denn? Frau Burkhardt, wenn Sie wollen. Ja, schießen Sie los. Also, der Fisch, eigentlich ein sehr, sehr festes, weißes Fleisch, ist bei beiden nicht ganz so fest, aber auch bei beiden einigermaßen gut. Den Ausschlag gegeben hat für mich die Soße, die ist grün, einfach fantastisch. Deswegen gebe ich bei grün 7 Punkte. Die bei rot ist nicht für mich ganz so gut, deswegen gebe ich eine 6 hier bei rot. Mhm. Herr Hormann. Ich muss leider sagen, rot hat das Thema verfehlt. Papillot heißt ein Ludemeer in Pergamentpapier in als Gesamtfischzugabe. Yeah. Der Mann hat Ahnung. Der Mann hat Ahnung.
Dieses hier ist ein Mischwerk aus Gemüse und noch ein paar Schnipsel vom Fisch drin. Weil aber die Soße sehr pikant ist, gebe ich eine 5 für Rot. Und hier schmeckt mir bis zur Soße alles vorzüglich. Leider habe ich den Kopf bekommen, konnte nicht noch ein bisschen mehr von diesem köttlichen Fisch haben. Aber er ist der deutliche Sieger dieses Wettbewerbs. Ich weiß nicht, wer was gemacht hat, aber dieses ist einfach der Fisch. Wurde insgesamt gegart, wurde mit Kräutern gefüllt, mit Rosmarin, mit Thymian, mit Estragon, mit sehr, sehr gutem Beiwerk, exzellent gemachtem Gemüse und eine Soße, die mir einfach schmeckt. Darum die 7. Kalli, ich muss sagen, mir hat das wunderbar geschmeckt hier von beiden Seiten. Eine 7. Ich hätte eigentlich der Grünen gerne auch noch eine Note mehr geben, aber da der Lambi mir die Soße, weggenommen hat, gebe ich hier auch nur eine 7. Feierabend. Beides war eine 7. Also, das ist die Wertung der Jury. Knapp war's, aber der Profi hat gewonnen. Super. Johann Lafer. Gott sei Dank muss ich was sagen. Das wäre peinlich. Aber Johann, das war ein hartes Stück Arbeit, oder? Ich war mir jetzt, glaube ich, ich war beim Kochen in meinem Leben noch nie so unsicher wie jetzt, weil ich habe gedacht, das geht in die Hose. Aber ich muss sagen, ich habe Gott sei Dank dieses Mal Glück gehabt. Und der Marco hat ganz, ganz toll gekocht am heutigen Abend. Einen Gang unentschieden und den knapp verloren. Also du kannst erhobenen Hauptes die Kocharena verlassen. Gratuliere dir. Danke. Aber trotzdem, du bist raus aus der Kocharena.